ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, wir spielen heute wieder eine Jump-Run-Map und zwar 200 Level Blue Death Run Easy Map. Ja, was soll ich sagen? Es soll wieder XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, ob es stimmt, ob es sich rendiert, wenn es XP gibt, ob man diese Map dann halt mehrfach spielt oder nicht. Ob es Bonus-XP gibt, Secrets gibt, das werden wir uns alles anschauen. Ob die Level abwechslungsreich sind oder sich wiederholen. Lobby ist schlicht und einfach. Was ist hier? Komplett 200 Level to unlock exklusiv Items. Ah ja. Die werden wir aber nicht brauchen. Das müsste sogar. Das ist das gleiche Bild von dieser Map. Naja. Was gibt's hier? 5 Easter Eggs gibt's. Da werden wir schauen, ob die noch Bonus XP geben. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. EP-Belohnung wurde gerade groß angeteasert links an der Seite, bevor ich gestartet habe. Ja, wollen wir mal schauen. Okay. Das ist nice. Einfach nur fürs Umrennen gibt's XP. Geil. Schön. Nice, nice. Dann wollen wir mal. Für die Checkpoints gibt es keine XP. Aber fürs Rennen tatsächlich. Das ist nice. Das ist nice. Sprinten ist aktiv. Dann ist Klettern. Ist Klettern auch an. Schön, schön. Boah, aber knapp hier. Ja, das mit dem Rumrennen und XP bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal auf irgendeiner Map hatten. Nein. Zu spät gesehen. Zu spät gesehen. So, weiter geht's. Nein. Warum Havak? Ich wollte sprinten. Na, jetzt sprintest du, Knallbirne. Ach komm, ich war doch drauf. Also das mit dem XP bekommen, während man läuft, ist tatsächlich echt nice. So hatten wir das, glaube ich, tatsächlich noch nie auf einer Map. Und wenn doch, dann ist es so. Auf jeden Fall haben wir gleich ein Viertel der Map geschafft. Wenn wir so weitermachen. Da, Easter Egg. Was? Wir haben Easter Egg ausgelassen. Egal. Das ist mir jetzt auch Schnubbe. Toll. Aber XP gibt es dafür sowieso nicht. Von daher alles chillig.
Ja, Fun-Items. Nö, danke, brauche ich nicht. Ich spiele alleine. Ah, hier sieht es mir aus, als ob da was versteckt ist. Jo, wir haben auf alle Fälle den Easter Egg ausgelassen. Aber bis jetzt ist... Ich finde das geil mit den XP. Aber... das rendiert sich noch nicht wirklich. Wenn man es mal so sich durch den Kopf gehen lässt. Weil man müsste jetzt, wenn man wirklich hier richtig krass viel XP ernten möchte für ein Level Up oder so. Nein! Müsste man ja eine Stunde lang im Kreis rennen, damit sich das wirklich rendiert. Und wer hat da schon Lust drauf? Also ich nicht. Ich habe noch Besseres zu tun, als hier eine Stunde im Kreis zu rennen. Aber es ist ein geiles Feature, muss ich sagen. Und wer weiß, vielleicht kriege ich ja doch ein Level ab. Level an sich, ja, wir hatten jetzt schon ein paar Mal die gleichen Levels hier. Also, das hier hat man halt auch schon mal. Einfallsreichtum ist hier nicht wirklich gegeben, muss ich ehrlich sein. Jetzt gibt es halt hier Giftfallen, aber das hat man schon mit Spikes. Da hebt sich nicht viel ab. Sowas hatten wir auch schon mal, da war nur auf der anderen Seite auch noch eine Falle. Also Abwechslungsreichtum ist hier... Na, oh wow. Naja, nicht wirklich gegeben. Was ähnliches hat man halt auch schon mal. Es müsste mehr Abwechslungsreichtum reinkommen. Bewegliche Teile oder sowas. Das wäre geil. Hier, sowas hatten wir schon mal. Schon mehrfach tatsächlich. Sowas hatten wir auch schon ein paar Mal. Das hier hat man tatsächlich noch gar nicht. Aber hier ist schon wieder so ein Ding. Das ist... Mir fehlt hier die Abwechslung tatsächlich. Ja. Außer man trifft nicht genau da, wo man landen will. Ich will hier drauf landen. Danke. Sowas hat man auch schon. Sowas hat man alles schon. Easter Eggs schön und gut, aber die bringen halt auch nicht wirklich was. Außer vielleicht irgendwas Bonusmäßiges freischalten. Jetzt guck mal, wir haben jetzt 123 Level geschafft. Ich habe 2000 EP erhalten. Das ist... Ja, wie soll ich sagen? Es lohnt sich nicht mit den Renn-XP hier. Und die kriegt man halt auch nur wirklich, wenn man rennt. Wenn man springt, kriegt man die gar nicht. Also da kann man auch drauf verzichten. Lieber per Checkpoint ein paar XP, so im dreistelligen Bereich wäre schon nice. Weil du hast hier gefühlt nach jeder Plattform ein Checkpoint. Da würden nicht mal 6 EP pro Checkpoint aufbringen. Für Spielzeit gibt es glaube keine XP. Sowas hat man hier alles schon mal, braucht man nicht alles wiederholen. Ist langweilig. Also die Map. Ja, es hört sich hart an, aber ich würde die Map kein zweites Mal spielen. Die ist langweilig. Hier wiederholt sich alles nur.
So, wir haben jetzt 3/4 geschafft von der Map. Wow, das war einfach sinnlos. Sorry, wenn ich die Map so hart kritisiere, aber... ja, ich mach das halt einfach. Weil erstens ich kann's und zweitens ich will eine Map, die Spaß macht, die nicht eintönig ist. Das hier ist komplett eintönig. Nicht wegen der Farbe, sondern wegen den ganzen Levels. Die sind halt... die wiederholen sich alle. Das hat man alles schon. Bei 200 Leveln kann man doch erwarten, dass 200 unterschiedliche Jump'n'Runs hier drin sind. Und sich nicht alles doppelt, dreifach und vierfach wiederholt vor allem. Kritik ist hart, aber auch gern gesehen bei vielen. Und das hier ist auch sinnlos, da hätte ich mir lieber diese Bounce-Dinger als bewegliche Teile gesehen. Dass es das sogar noch ein bisschen schwieriger macht, weil das ist mehr als easy, das ist was für Anfänger, für Babys. Sorry, aber ich habe so viele Maps mittlerweile gespielt. Das ist einfach alles wirklich... ja, hier ist alles eintönig, sag ich mal so. Das hat man alles schon nochmal. Das hat man doch erst von 5 oder 6 Leveln. Hey, warum? Wo ist die Abwechslung? Die ist einfach nicht gegeben. Das hatten wir auch schon 1000 Mal. Nur, dass entweder hier ein Loch war oder irgendwas anderes und... immer noch schwach. Also, nee, der Levelaufbau ist schwach. Das hat man schon, das hier hat man schon, nur dass halt keine Wand dazwischen war. Es ist halt wirklich alles eintönig hier. Das hat man schon, das hat man schon. So, wenn mich jetzt hier alles täuscht, sind wir durch. Gibt es wenigstens noch Bonus-XP? Nein, gibt es nicht. Ah, C-exklusiv Items. Ja, aber bestimmt, weil ich keine 5 Checkpoints habe. Easter Eggs. Ist mir aber gerade egal, weil die Map ist langweilig. Sorry, aber ich brauche sonst für eine 200-Level-Map mindestens 20 Minuten. Es sind 11 Minuten 50 vergangen. Seit Start der Aufnahme und die Map ist langweilig. Gefühlt hast du jedes einzelne Jump'n'Run hier drinne 5-6 Mal verbaut, mal mit eben Zusatzding, mal ohne, und es ist einfach langweilig. Also ich kann die Map nicht weiterempfehlen, ich würde sie auch nicht weiterempfehlen. Die XP, die ich jetzt hier noch kriege durchs Rennen, die sind eigentlich auch so sinnlos. Man kriegt maximal 3000 EP, wenn man sich gut anstellt. Ja, Levelaufbau sehr sehr schwach, wiederholt sich alles. Abwechslung ist nicht wirklich gegeben. XP, nee, darüber brauchen wir gar nicht erst reden. Bei anderen 200 Level Maps kriege ich meist 20.000, 30.000 EP und hier sind es 2.000. Also ich kann die Map nicht weiterempfehlen. Wer die Map spielen möchte, Mapcode in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch selbst ein Bild drüber machen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.